Weil er Vertriebsfunktion bei euch entschuldigt für die Verspätung. Wir hatten heute Mittag auch ein wichtiges Rendezvous. Das wurde ihn an der Chambre für zusammen denn mit den Deputierten die Chance zu haben, über das Resultat von den Diskussionen, die letzten Tage stattfanden. Tripartit lief, Tripartit als nicht gut ist, es gibt auch nicht heute zusammen stehen. Tripartit sind eben an Krisensituationen zusammen. Mit den Sozialpartnern gucken, über die wirtschaftliche, die Sozialsituation vom Land zusammen zu diskutieren und zusammen Ideen, Lösungen probieren vorzuschlagen, wie wir auf den verschiedenen Momenten auch gemeinsame Lösungen finden. Es könnte nicht immer zu einem Erfolg. Hier ist für mich 4 von 5 Partnern, die hier vertreten sind. Das Schwede hat lieber gehört, es wären 5 Partner hier unter dem Tisch gewesen, an die auch Logist unterschrieben haben. Und das auch das, was ich an der Chambre gesagt habe. Ich muss sagen, dass ich auch froh war an der Chambre, dass wir 52 Stimmen Unterstützung haben für das, was zusammen mit den Sozialpartnern festgehalten ist, auch umzusetzen. Das ist auch eine neue Kommission an der Chambre zusammengesetzt, eine Tripartitskommission, die dann auch wird mit einem Stück anfangen, weil für uns geht auch darum, dass wir noch keine Zeit verlieren, für diese Sache noch zu setzen. Wir sind uns bewusst, dass wir in einer Situation sind, die ganz speziell ist. Nur 2 Jahre Covid und stung oft hier. Stung oft hier. Während 2 Jahre, wo wir nicht immer die einfachsten Nachrichten mitzudelen hatten, die von Restriktionen, die von Privationen, von Libertäten, an Erwe haben wir gesehen in den letzten 2 Jahren, dass Solidarität heute in Lützburg eine Realität ist. Ganz viele Leute waren bereit, auf Freiheit zu verzichten, für dass wir auch die vulnerablen Leute konnten unterstützen und eben auch helfen, dass sie nicht krank sollten gehen. Wir haben nie die Situation gehabt, die am Ausland gekommen ist, wo wir nicht einen Schwamm machen an den Spitälern. Wir haben alle gehofft, nur der Covid-Krise gibt endlich nicht Freiheit an Luft die Realität gehen. Frei an Luft können schnappen, und nicht mehr mit Kontrakten zu leben. Der Krieg wird gehen. Der Krieg ist eine Realität. Und die Incertitude, und da muss ich auch wirklich sagen, dass mit den Sozialpartnern, mit denen ich auch hier stehe, die Incertitude auch gedealt wird. Dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dass wir nicht wissen, wer dabei es tun könnte. Dass die Krise eine internationale Krise ist und auch eine Krise, die uns heute in Lützburg trifft. Wir sehen, dass eine Evolution von den Preisen, und nicht nur die Energiepreise, eine Evolution von den Preisen, eine Realität ist. Und die Incertitude für alle ganz viele Leute auch Angst macht. Angst. Und die Vertreter, die hier links und rechts von mir stehen, haben auch Angst. Nicht nur wegen der sekuritären Ursache, sondern eben auch, wie die Evolution von der Situation von Konsequenzen mit sich bringen können, die Reperkussionen können haben. Reperkussionen bei den Leuten, die Unsicherheit bei den Leuten, nicht zu wissen, was mir geschieht. Die Unsicherheit geht es nur durch. Und die Unsicherheit hier auf meiner linken Seite, beim Patronat, die nicht weiß, wie es bei ihnen weitergeht. Keine Strechnung des Münz bezahlt für meinen Betrieb. Packen ist es. Und wir sind in einer Situation gekommen, wo, und sobald die heutige Pressekonferenz fertig ist, auch noch einer vom Wirtschafts- und von der Finanzminister, für zusammen eben zu erklären, welche Prognosen sind und eben auch, wie die Kalküle gemerkt sind, bei dem Akkord, den wir von tun. Wir haben den Riss, dass an den nächsten 10 Monaten, die zweite Indextranche, die wir auch nicht blockiert. Ich weiß, dass das ein Demand auch war vom Patronat, wie wir auch direkt engagiert, dass die Indextranche, die auch gestern deklanchiert ging, nicht soll moduliert gehen, nicht soll reportiert gehen, wie dass wir 3 Indextranche bei 10 Monaten riskieren zu haben. Wir wissen, wenn es reasonabel ist, dass das an der Situation, in der wir sind, ein ganz Rutsch von Betrieben nicht packen. Und das, wenn wir dann nur just beim Fanger am Montag sitzen, für zu sagen, hat das aber schön, dass die Betriebe zugemacht haben, kein von uns gut geschafft hat. Dafür will ich den Leuten, hey, merci, und das ein Park, und ich will dem Jurico Backes, hey, merci, weil Jurico Backes ist knapp 3 Monate an der Regierung und hat die letzten Tage und die letzten Stunden ganz, ganz viel Zeit auch verbracht. Und von nicht einfach als raisonnable Mehr der Familie, so wie sie gestern sich auch beschrieben hat, für 830 Millionen an einem Solidaritätspack auch können zu deblockieren. Wir sind uns bewusst, dass bei exzeptionellen Situationen auch exzeptionelle Mesuren gehen müssen. Und dafür sind auch das CGFP
dem LCGB für die Gewerkschaften, auch noch dem Patronat, merci, dass wir just einmal hier hinkommen sind, auch diesen Akkord konnten unterschreiben. Es gibt die Leitprävisibilität, es gibt die Entreprisenprävisibilität, es hilft dem Standort Lützeburg, auch weiter Standort zu sehen, wo ihn Lust hat, sich zu engagieren, Lust hat, zu investieren. Es gibt die Leitgarantie mit den Kompensationen, dass kein Kaufkraftverlust auch kennt. Und ich werde wirklich auf dem dritten Punkt insistieren und auch dann nur an der Pressekonferenz mit Herrn Backes an den Herrn Fayo eben auch darauf insistieren, dass er kein Kaufkraftverlust kennt und dass man das von den Institutionen auch ausgerechnet kriegt. Und dass sie keine Zahlen, die man erfahren. Da wollen sie also den Kollegen natürlich auch schon viel drin in der Chambre gemacht, auch der ganzen Regierung und auch den Beamten, die, die ganz, ganz lästig auch au garde à vous wären, für jeden Kondorier dann Antwort zu stehen. Ein ganz, ganz großes Merci. Für mich ist heute ein wichtiger Schritt. Tripartit ist nicht tot. Der Sozialdialog funktioniert. Aber wenn nicht funktioniert, wenn nicht tot ist, dann sucht der Merit von den Leuten, die hier stehen. Ich sage Ihnen Merci. Herr Dury. Merci, Herr Staatsminister. So wie es gerade gesagt wurde, dass als Tripartit zusammenkommen, weil ganz einfach die Konsequenzen von dem Krieg für Island, eben für ganz Europa, sich eine enorme Teuerung von den Energiepreisen nur sich gezogen haben. Die Teuerung dann auch die Konsequenzen von der Relance nach Covid, die wir ja alle schon kannten, und dazu geführt, dass an den Betrieben natürlich Probleme können entstehen. Dass man uns enorm Gedanken muss machen, ob das Kind zu Arbeitsplatz verlust feiern, ob du Arbeitsplätze könnten auf Rohgestalt gehen, weil die Probleme ja ganz massiv auf Betriebe erwirken. Du denkst, Salarien, die Leute, die hier im Land arbeiten, leben, die sind natürlich auch der dort der Entwicklung ausgesetzt und sind natürlich an ihrer Kraft stark belastet, stark beschnitten. Und das bedeutet dann auch ein Problem, wo sich für die Betriebe auch für die Leute von der Stadt Südöfsuhren an Engels. Das ist auch so, dass wenn die Inflation hoch ist, man ja Gott sei Dank so mal den Index tun. Allerdings, wenn den Index dann an Zeiten von Krise und Inflation sich zu mehr Indextranchen feiert, wissen wir, dass bei den Problemen, die wir haben, nach einer weiteren Belastung auf Betriebe kann durchkommen. An den Akkord, den wir uns gefunden haben für uns, sich von der Stadt mal dürfen, so neben alle guten Mesuren, die der Staatsminister schon abgeschlüsselt hat, vier große Elemente. Das ist, dass man nicht fertig wird, an einer Krisenzeit, dass wir unser Tripartitsmodell weitergeschrieben haben. Das wäre nicht immer ganz klar, muss ich sagen. Das tun wir einfach fertig. Wird. An dem Modell hat sich als erlaubt, in der Vergangenheit immer die Lesungen zu finden, die nötig wären, haben wir auch das Jahr erlaubt. Und wir haben sich das Modell auch für weiter können, in der Zukunft zu schaffen, wenn sich aufgrund von den Imprävisibilitäten danach Probleme können entstehen. Ich will auch darauf hinweisen, dass neben der nationalen Tripartit mehr zwei sektorelle Tripartiten haben. Da denke ich, als Tripartit bei der Luxair, da hat man besser gesagt im Findel, die sich aber echter dann an der Aviation, die sich echter dann im Luxair kümmert, an Tripartit, sich an der Südregie, die natürlich auch durch eine ganze Reihe von Mesuren hält, und auch Leute, Personal damit begleitet. Ein zweites Element ist, dass man diesen Indexmechanismus aufgesichert hat. Den Index ist nicht auf Rohgestalt, den Index also sich funktioniert, und das Lied ajustiert gehen, in dem Sinn, dass wir, so wie das gesagt wird, einen gewissen Rapport haben. Und da komme ich dann direkt auf die dritte Piste, dass man fertig spricht zum ersten Mal bei einem Rapport von den Indextranchen oder von einer Indextranche, wo sich eine Kompensation auszuhandeln, eine Kompensation dahinter zu setzen. Und ich will sonst heute in aktuell so einen Mindestlohnempfänger kriegt bei einer Indextranche, wo sich 44 Euro den Monat bei, an den kritischen Kredit, den pro Energie 84 Euro den Monat bei für die 8 Monate. Das ist also bald das Doppelte, wo der Mensch, wo der Salarier da kann, wo sich kriegen, wo ihn dann unterstützt wird, wo ihn also mitkriegt, wie das, wenn man nicht mehr den Index spielen gelassen hat. Wir haben heute fertig gesprochen, dass die kleinen und mittleren Gehälter ganz stark unterstützt gehen. Und das wäre auch nötig für die Leute, wo sich da entgegenzukommen, weil sich die ganze Belastung von der Kaufkraft angeht. Natürlich spielen noch alle die anderen Mesuren, die am Pack dran sind, eine Rolle. Aber das sind sich natürlich für uns die wesentlichen. Und dann der vierte Punkt, den wir festgehalten haben, dass wir am Akkord draufstehen haben, dass wir ein Swivy von der ökonomischen Situation machen. Wenn sich etwas antreten, was wir nicht hoffen, was wir nicht wollen, aber was wir mal können sehen,
dass die Situation sich verschlechtern kann. Da könnte die Tripartit summen, für dann auch am Kader von der Tripartit die nötigen Mesuren zu finden, die sich dann sich ergeben, für darum Lösungen zu finden, für das man darum verhindern, dass sich Auswirkungen auf Beschäftigung, auf Salarien, auf Betriebe entstehen, weil man ganz oft sich Ständereien zwischen Betrieb und Salarien ganz oft die selber ziehen und das Bild benutzt gehen für Leute, die an einem Boot sitzen und das Boot das muss schwammen, das muss über Wasser bleiben, dass sich vielleicht eine flotte Vergleich für zu suchen, wie in hier Kaffee gehen. Ich will ganz klar sagen, dass die LCGB so wie auch ich meine, die anderen Gewerkschaften sind schon ganz stark angesagt, für Pisten und Wert zu fahren. Diskussionen wären konstruktiv, sie wären nicht immer einfach. Aber das ist dann natürlich von der Sache, wenn Interessen übernehmen kommen, die nicht immer deckungsgleich sind. Und die Kunst von der Tripartit, also eben daraus einen Kompromiss zu finden, sich von den Staatsminister, der sich auch dafür gesorgt hat, mit seinem Ansatz, mit seinem Engagement, dass der Kompromiss zustande kommt, sonst wäre das wahrscheinlich auch ganz schwer möglich gewesen. Dafür sage ich auch dem Staatsminister für sich seinen ganzen Ansatz. Vielmals merci auch natürlich den Kollegen aus den Gewerkschaften an. Ich vergesse natürlich auch nicht die Vertreter von der UEL, weil wir das dort zu drei ausgehandelt haben, um das dort zu drei umzusetzen. Merci. Nochmal verdient Gewerkschaften und dann okay. Herr Wolf. Okay, merci, Herr Staatsminister. Ich kann mich schon kurz fassen. Ich meine, der Patrick hat nicht alles gesagt. Ich habe nach viel drin auf einem anderen Platz gesagt, also so die große Lust für einen Tripartiten zu gehen. Ich kann sagen, die sind mir flott wie ein Tripartit. Muss nicht unbedingt sein, aber muss ich aber auch, soll ich aber auch nicht vergessen, für was er den an einen Tripartit geht. Meistens ist irgendetwas, was nicht klappt. Und ich meine, im Moment, also das so, da sind die Menschen, die nicht klappen, müssen die Pandemie noch nicht ganz überstehen. Wir sind aber in der Situation, dass dann der Ukraine noch immer Krieg ist. Wir wissen nicht, wert, wie das da weitergeht, wie lange das dann verdauert. Da ist ganz viel München, was da mal dann spielen können. Viele Leute, die auch müssen aus ihrem Land fortgehen, die nicht mehr können da bleiben. Alles dort wird natürlich auch zu Konsequenzen heute zu Lützburg. Und dafür wäre es auch nicht mehr richtig, dass die Tripartit abgerufen gehen aus. Wir wissen natürlich auch, wenn wir an eine Tripartit gehen, ich bin nur schon lange dabei, dass ich kann aber davon ausgehen, dass ja nur eventuell, das ist nicht immer der Fall, sind auch schon gehen, wo Gönnach dabei rauskommt, als wo die Regierung wirklich lange dezidiert wird. Ich dann aber kann davon ausgehen, dass ja nur Kompromisse rauskommt. Und so Kompromiss ist meistens etwas, wo all die Parteien, die da rund um den Tisch sitzen, irgendwo aber Wasser an ihr Wein müssen schütten, für das überhaupt so etwas zu stellen könnt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, als CGFP-Vertreter, dass es nicht viele Leute werden kommen an mir, an Eis, auf die Schelle klappen, mit trotzdem ein Kompromiss, als aber trotzdem rauskommen, dass schon heute gesucht gehen, den Indexmechanismus, den als Gerät gehen. Ich meine noch ein Tripartit-Modell, der soll weiter bestehen, soll diskutiert gehen. Und da muss ich gucken, zusammen, soweit wie das dann effektiv geht, für die Lösungen zu finden. Ja, wir Gewerkschaften, ich meine die drei Gewerkschaften, die haben viele Propositionen gemacht. Aber wir sind zum Schluss natürlich, ob etwas kommt, wo die nehmen, wenn es den Auftrag vielleicht nicht mehr kontaktiert sind, wo andere, da gehören wir dann als CGFP, den Auftrag, den wir hatten, wo wir das konnten mitdrohen, als ein Auftrag war. Und das war unanim ein Mandat, das wir hatten, für das die Mannerheit, Gehaltsklasse, dass die am meisten sollten kompensiert kriegen. Und ich meine, dass das auch mit diesem Marker aufgesichert wird. Und nach Lecht wird, wer effektiv an dem Akkord draufsteht, sollte du, man könnte schon nach eventuell oder sicher ein Indextransch des Jahres, wir sollten nächstes Jahr nach einem fallen, dann ist die Regierung hat sich da auch engagiert, für das dann ein Tripartit dem Moment wird stattfallen. Voilà, merci. Herr Reppinger. Weil er dann auch nach die von der UL. Ich meine, letzte Woche sitzen wir schon zusammen und für uns wichtig, wie wir letzte Woche zusammen sitzen, dass wir in Etat de lieu gemäht tun, dressiert tun, von der ökonomischen Lage von Lützburg. Und ich meine, wir hatten letzte Woche einen Akkord über den Etat de lieu, wie wir den Akkord über den Etat de lieu
gehabt und haben auch letzte Woche angefangen diskutiert über das, was wir noch müssen machen. Wir waren als eins letzte Woche für zu sagen, dass das nicht der Moment ist, für mit der Geist kann, über das Land zu führen, für überall Kadeln zu machen. Wir waren als eins, dass es darum geht, für selektiv Erden zu definieren, für vulnerable Unternehmen und vulnerable Menschen zu helfen. Also selektiv war wichtig, Geistkern war wichtig. Es ging darum, für zielbleibend helfen zu definieren. Zielbleibend genau, was die Unternehmen überlangt, für energieintensiv Betriebe, ajuste, an helfen an der Transition, Transition energetik, das heißt, an der Transition für CO2 freizugehen 2030, 2050, für darüber zu investieren, weil das ist Zukunft von der Ökonomie vom Land. Also keine Suchen zu dilapidieren, weil, ich habe gestern gesagt, Europa, an Europa als Krieg. Das Krieg unter der Grenze von der Europäischen Union an die Ökonomie zu Lützburg, an die Ökonomie an Europa. Als am Krieg. Das muss in Haut gesehen. Wir sind an einem Zustand, wo wir durch die Situation an der Ukraine Restriktionen an Adaptationen von den Marschen haben, weil wir in Krieg schon mit Russland, wo wir über die Ökonomie wollen, dass der Krieg aufhört. Und da haben wir Stimmen alle gut. Und das müssen wir, auch unterstützen, und wir wollen das unterstützen, mit dieser Situation exzeptionell. Und das ist das, was wir wollten an den letzten Tag wirklich klar machen, dass es hier nicht geht, für irgendetwas vorzustellen, aber auf eine Situation exzeptionell zu reagieren, für das halt das Land auch in Zukunft kann als interessanter Standort für Betriebe bestehen bleiben. Weil, was wir fertig sprechen, wir haben Erden für Menagen und Erden für Betriebe definiert. Und vor allem haben wir eine Prävisibilität für die nächsten 2 Jahre haben wir definiert für 2022, 2023 bis 2023, was den Index überlangt. Und das hilft den ausländischen Investitionen, den ausländischen Betrieben, die halt zu Lützburg sind, die aber ihre Headquarter irgendwo zu Frankfurt, zu Paris oder in Amerika haben, für auch da eine Prävisibilität zu haben. Weil die ausländischen Betriebe befanden sich an dem Krieg, in dem ökonomischen Krieg, an die haben natürlich, wie jeder reden, den an so einer Situation ist, stellt sich vor, was ist die Zukunft? Wie kommen das hier und wo investieren wir? Wo spüren wir? Wenn wir dann als Lützburg ein Signal rausgehen, dass wir an den 10 Meter 3 Indextranchen produzieren, da brauche ich nicht zu sagen, was dann das Resultat am Ausland aus und Meinung über Lützburg am Ausland ist. Und ich meine, wir haben hier ein wichtiges Signal fertiggebracht, dass wir uns an der Tripartit mit denen, die hier stehen, eins gesehen. Und ich meine, dass das wichtig ist und dass wir, dass wir hoffen, dass es durchgeht. Der Premierminister hat gesagt, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ist. Mit das mal ein Schritt, den wir gemäht haben, und das ist ein guter Schritt. Merci. Sie kommen. Guten Morgen, David Marques für den Quotidien. Eine Präzisionsfrage, wenn Tripartit nicht zusammen können, schreibt er im Kommuniqué, weil er auch so tut, dass wenn die Situation nicht schlimm geht nächstes Jahr, respektiv, wenn eine weitere Tranche gefällt. Nur ich melde mich, ich habe gesagt, dass sich das Engagement am Akkord schon eben durchfließt, dass wenn 23 eine Tranche fällt, geht es automatisch auf 24 verrückelt. Könnt ihr dann eine Präzision dazu geben, wenn es schläft? Wenn die Situation sich verschlechtert, dann kann ich schließen, dass ich als Regierung froh sein, wenn ich auf Sozialpartner kann zielen, für Martinen zu gucken, wie man Lösungen finden. Du hast die Index, die hast du geklärt bis 23, wie du sie ganz viele andere Sachen. Die kennt ja schon Situationen noch hier im Land, wo schon andere Mesuren geholt sind. Ich weiß nicht, von Sondesführern nicht oder von anderen Punkten. Mir ist die Frage, wenn die Situation sich verschlechtert, wann man fertig bringen am Sozialdialog, nur Mesuren zu sichern.
an schon dein Engagement doch geholt. Und wann wir haben ja mitgedeelt kriegt, dass normalerweise ja kein Index sollte nächstes Jahr kommen, das heißt, das ist ein doppeltes Engagement. Dass wann ein Index kommt, mir nicht, sogar wenn das nicht der Fall wäre. Mit Situation ist auch verschlechtert, vielleicht ohne dass ein Index tranche. Und das Engagement gehen, dass ich gerne mal hinten darüber diskutieren. Ich finde, ich finde, dass du gemerkt der Dialog sozial funktioniert. Aber wenn wir für eine Challenge stehen, also auch am Ende von einer Regierung zu summen, mit einem Sozialpartner eine Lösung zu sichern. Okay, da vielleicht ein Froh und die zwei Gewerkschaftsvertreter. Was bedeutet für die letzte Mal Gewerkschaften, also die größte Gewerkschaft, man muss die heute oder den Akkord nicht gesehen hat? Wie schätzt ihr das an? Also ich betone, dass wir den Dossier heute zu drei verhandelt haben. Wir haben uns intensiv zu drei präpariert. Wir haben noch andere Verhandlungen, wenn wir müssen, aus den Pormen haben wir das gemeinsam gemacht. Sämtliche Forderungen, das kann der Staatsminister noch Patronat konfirmieren, sind sich an mit enger Stimme viel gedroht gehen. Und das also so, dass das eben gegangen ist bis auf den Punkt, wo man also gut zu drei dann eins gesehen, dass alle Gewerkschaften sich dann muss gucken, wie sie sich positioniert par rapport zu denen sogenannten Erwerbungen, weil mit zu denen Mandaten, die sie von ihren Gremien gekriegt haben, und zu dem, wie sich der Stand an der Tripartite ist. Und das haben wir sich gemacht. Ich bedauere das, dass das sich zu dieser Situation gefordert hat. Mit dem Schwa wird ganz einfach gewischt, entweder dann einen Akkord zu kriegen oder keinen Akkord zu haben. Und ich muss sagen, dass den Akkord aber, versteht mich so, guten Akkord Tripartite, also ein Tripartite, also eine Krisensituation. Wir haben aber meine Meinung an dieser Situation das Beste rausgeschlagen, was wir konnten rausschlagen. Und da wäre für uns vom LCGB keine Option, für unsere Stadt dann nicht umzuhören. Das muss ich ganz einfach so, weil die Alternative gewischt, dass dann, wie der Staatsminister das gesagt hat, in Haut für einen Chamber gegangen wäre und hätte sich dann ohne Akkord mit den Sozialpartnern können, also hätte müssen dann viel gehen. Und wir sind der Meinung, dass man viel besser, hat der Staatsminister doch konfirmiert, dass man an unserem Tripartitsmodell sollen weiterfahren. Das hat meine auch das Patronat heute gesagt, dann wir haben unsere Studie viel gesucht. Ich will das just konfirmieren, was der Patrick Dürrilo heute gesagt hat. Effektiv von mir die Forderungen, die wir gestaltet haben, zu drei. Alles Gestalt, das ist, das war ein geschlossener Gewerkschaftsfront. Wir hatten natürlich auch als Gremium zu suchen und das hat jeder in Einzel. Und da sind natürlich Aufforderungen in als Gestalt gehen und als CGFP. Und ich habe auch gesehen, natürlich in jener Gewerkschaften, die nicht zu 100% dieselbe wären, dort hier drin sind Konsequenzen daraus gezogen, das wird er kaum mehr, aber wird er nicht kaum mehr. Und ich meine, das ist der Respekt der Jahre. Reuter Reporter Punelou, ich habe auch einen Froh- und Gewerkschaftsvertreter, die Froh vom Index aus Solo sich dann tranchiert für die kommende Zeit. Das betrifft aber auch eine Periode, die noch nur die nächste Wahlen ist. Also, du kennst ja vielleicht eine andere Regierung auch sehen. Steht ihr dann in dem Moment auch noch einmal hinter dem Akkord? Oder, ich habe Sie zwar gefragt, mit dem Akkord lief an 23 Uhr auf. Das heißt, die Wahlen sind normalerweise am Oktober. 23, das heißt, wenn eine neue Regierung am Amt wird, dann sind wir auch Dezember, ich weiß nicht, aus Erfahrung sind zweimal am Dezember vereidigt gehen, das heißt, wäre just zwei oder drei Wochen, wo da noch ein Engagement da wäre. Das heißt, im Moment wäre dann auch, egal wie die Frau vom Index, also die könnte dann neu ausgehandelt gehen. Okay. Von dem Akkord ausläuft, spielt er das normale Indexgesetz. Also, als von so, wenn alles an normale Situationen gibt, kommen, wenn es statt wird, so ein. Was wir hoffen, dass wir nicht zwei über die Krise haben, da geht es sich das normale Indexgesetz rumspielen. Also wir engagieren uns am Punkt für die nächste potenzielle Regierung für zwei, drei Wochen. Wenn man mal sagt, den 3. und den 5. Dezember veredigt geht, da sind wir so Anfang Dezember, nicht gibt es Ende Dezember dann auslaufen. Réserve Pepper Jean, bonjour. Je serai un peu moins politique, j'ai juste une question pratique. Pour les citoyens ou les entreprises qui se posent la question comment je peux faire appel ou quand je pourrais faire appel aux aides et comment. Quelle serait un peu la suite du calendrier du déroulé? Quelle serait un peu la communication que vous prévoyez, un peu en guise de mode d'emploi?
Alors, vous trompez de conférence de presse. La dernière fois, il y a eu une presse-conférence en un peu de minutes avec Mme Packers, où il y a justement toutes les choses encore éclairées. Le fait est que le CEO Aiden, et c'est pour nous très important, pour la décarbonisation auch zu unterstützen. Sie nicht einfach suchen, dass wir Betriebe, die auch energievor sind, auf ihnen auch zu helfen, das mal zu summen. Die Ökonomie, so wie auch bei den Bürger, Pferde springen, manner tributär zu sein von fossilen Energie, die wir aus dem Ausland geliefert kriegen. Das ist eben der Bitte, den wir auch holen. Ich meine, wir sehen, wie tributär wir sind am Moment, dann dafür, als das ein Engagement, den am Anfang. Wenn es so eine Win-Win-Situation ist, wenn wir über los sind, nicht nur finanziell probieren wir, die Sachen nach an der Gitze zu halten, sondern vor allem aber auch eine Modernisation von einer Tissue-Ökonomik, die auch den Challenges, die heute gefragt sind, auch da kann durch den Standard entsprechen. Also, und dafür ist das auch wichtig, nicht nur für Sie, sondern auch für uns. Auch für uns, auch für Sie. Auch für uns zwei. Piet Beffer für Radio 100,7. Der Moyen hat nur Gebell gesagt, dass sie die Impression hatten, dass das Patronat von Anfang an zurückgegangen ist mit der Intention, für aus der Tripartit eine Rang-Index-Diskussion zu machen. Und die Herren von den Gewerkschaften haben dir das ähnlich empfunden. Und dann auch den Herr Staatsminister und Herr Reckinger vom Patronat. Wie sieht ihr das? Also ich muss sagen, dass von vielen über den Index diskutiert wird, dass da vielleicht mehr über die Kompensationen für die Tesla vom Index. Und das wäre natürlich eng von unseren Hauptulleis, die Kompensation, nicht nehmen. Und ich habe keinen Stoppbauer gehabt, ob wir viel Zeit darauf verbrüht haben. Mir ist natürlich klar, dass Züge, die gedrückt haben, sind natürlich aufgeschafft gehen. Und wir haben eine gute Zeit schon die Kompensation im Englisch verbrüht. Das wäre aber, da muss ich auch so ein Eist-Ulleis für das zu klären. Das wäre so Mann, dass. Muss ich nur sagen, dass das Le Mans von der UL thematisiert wird, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das ganz viel von uns selber, von den Gewerkschaften thematisiert wird. Wenn ich mich noch erinnern kann, habe ich ziemlich zum Schluss von der ersten Reunion gesagt, wir haben noch ein Sujet, den wir müssen abordieren. Wir hatten viel über andere Sachen vertrieblich diskutiert, so wie der Herr Duri, sieht, mich hat doch kein Stobauer dabei. Also mit der Kunst, der schon. Ich meine, für den ersten Tag, und das waren, wenn ich mich mit Ihren Erdstunden, wenn wir den ersten Tag davon waren, 7 Stunden über den Etat des Lieux. Mhm. Wir haben noch an die Reunion gegangen als UL, und wir gesagt, wir geben keine Forderungen daran. Wir gehen nur mit einem Etat des Lieux. Aber wenn wir den Etat des Lieux, wenn wir so eins sind, dann als Konsequenz von dem Etat des Lieux, evident. Und ich meine, das ist ein bisschen das, wo wir ganz sicher als eins wären, dass eben 3 Indextranchen an einem Jahr an der heutigen Zeit nicht kann dabei argumentieren. Der gibt keinem Headquarter, ob das an der Industrie ist oder ob das von den Banken ist, am Ausland erklären, dass zu Lützeburg alles weiterläuft, wie gehabt, an die Ökonomie sprühwelt an ganz Europa für den dabei nehmen zu können. Wir haben, wir haben viel Zeit verbracht für Sektor. Und wir haben wirklich eine lange Zeit geholfen, wir wirklich mit 5 Fallbeispielen zu suchen, wo die Probleme sind. Und die Probleme sind alle gut in Hängen in dem Scheißkrieg. Dafür haben wir gesagt, dass heute, wenn wir etwas machen, dann ist es eine zeitlich begrenzte Maßnahme, bis wir den Krieg haben. Und wenn wir das nicht fertig bringen, dann riskieren wir einfach, dass wir haben das gesagt, wie beim Klimawandel, dass die Kipppunkte. Wenn irgendjemand gesagt hat, da draußen, Lützeburg ist nicht mehr interessant, die haben nichts verstanden, mit da geht das so sehr, vor allem, wenn das auf der Tagesordnung ist von den Betrieben, die hier sind. Das ist halt ein Thema. Ganz allgrößte Betriebe und auch Kleinbetriebe, die sind am Gang am Moment Szenarien sich auszudenken, wie das dann die nächsten 24 Monate soll gehen.
die kleinen Betriebe an den großen Betrieb. Ihr seid ja, die machen ja die Scheibklappe, die sehen ja, was da draußen läuft. Und dann zu mengen, wir können weiterführen wie gehabt, ist fundamental falsch. Also ich meine, die Feier, die hier oben stehen, die haben die Meinung gedeelt und haben dann noch an der Konsequenz, an ihre Responsabilitäten, das decidiert, was man dann hier decidiert. Von der Leib für zu komplettieren, weil sie nicht im Headquarters oder ausländisch Hauptstadt. Ich habe ein konkretes Beispiel von einem Jungen, den ich selbstständig gemacht habe, den für kurz ein Diplom überrichtet hat, für Koffer zu gehen. Den hat mal geschrieben, dass man Energiepreise an mit denen zwei Indextranchen leider nicht die Leute kann erstellen, die ihr wollt erstellen, vielleicht sein zweites Salon nicht kann abmachen. Das ist ein konkreter Fall, und das ist nicht am Ausland, das ist nicht auf der anderen Seite vom Pool, das ist heute zu Lützburg. Das ist auch die Realität. Sind die wirklich vom Tagblatt froh geht und altern nur, wenn der Nuji Bell wird gestorben und auch noch nicht einmal heute Morgen einke von Liege geschwärzt, die bei den Versammlungen an Dono propagiert. Gewährt geht nicht einmal ein Zum von 160.000 Euro, wo Forderungen anscheinend just vom Nuji Bell Fürbrot gewähren, für Donau-Kompensationen zu erwirken. Laut Nuji Bell ist es eine Forderung, die von alle Gewerkschaften vorgedroht und zum Schluss auch nicht mehr zurückbehalten gehen. Da das dann nur aber ein bisschen anschließend auf der Pressekonferenz vielleicht rüberkommen, du kannst vielleicht Gibrin ein bisschen reagieren. Ich würde es noch schlechten, sonst wäre es dem ganzen Herrn. Ich will sonst so, dass effektiv alle gute Forderungen, die zum Moment auf den Tisch kommen, sind in der DAS 3 aufgesperrt werden, ja. Wir die gemeinsam vorgedroht haben. Und natürlich an einer Verhandlung ist es so, dass die Elemente, so man so, die man diskutiert, die ändern. Und das Resultat wird halt, du leider siehst, das Resultat wird halt noch am Ende von dem Prozess rausgekommen. Ja, also ich kann das bestätigen. Von unserer Seite, wir sind, ich meine, wie man letzte Woche, aus Nähgängen sind, war den Anfang vom Kantil 3 an der Diskussion, ich weiß nicht, ob man da im Montag gesagt hat, mit so einem Legend etwa 70.000 Euro, an der Forderung von den Gewerkschaften nach 4 Mitteln von den 160, da können wir euch feststellen, dass mehr da was erstaunt wären an das. Auch heute noch immer nicht verstehen, wie man zu einer Forderung kann kommen. Und dann können Diskussionen am ich meine, auf Ende konnten wir ja in Akkord mit den zwei Partnern gefunden, für so wie es losgeht. Wir kompensieren halt bis 100.000 Euro Jahresgehalt. Also, wir hatten tatsächlich ein großes Proposal. Ich weiß, wie es in der Negotiation geht. Friede maximalistisch, für dann nur zu gucken, sich an der Mitte zu treffen. Wir hatten die Proposal, die auch gestern proposiert ging. Dann hast du gesagt, dass das nicht der Fall gewesen wäre, mir just eng von 100.000, also 100.000 Millionen, die um dich gewesen wäre, die ich propose von 1,5 Milliarden. Das ist eine Tatsache. Just Kompensation. Just Kompensation. Das heißt, wenn ich die andere Sache beirechne, von 70 Millionen beim Benzin, die andere Hälfte von all zu summen, können den aber auf einen Montant, den nicht weit von 2 Milliarden ist. Dann haben wir gesagt, dass das inakzeptabel ist für die Regierung. Dann ist eine andere Proposition von den Gewerkschaften gekommen, das, wo die, wo ich auch zitiert bin, die liegt über 900 Millionen gewesen, der just für die Kompensation. Das heißt, wenn die Kompensationen allein geholt hat, da wäre bei 900 Millionen gewesen. Ich will mich daran erinnern, dass am ganzen Park andere Mesuren dabei gewesen sind. Das heißt, wir wären auch da weit über 1 Milliarde gewesen. Das ist die Realität, wenn sie nicht von Liege schwätzen, es soll ihn nicht engem dem anderen Vorwurf machen. Wenn ihn an die Negotiationen geht, Frieden maximal für dann nur probieren, damit zu treffen. Das weiß Jitwarin, die probiert an Negotiationen zu kommen, aber die versteht, dass für die Regierung das dort nicht akzeptabel war. Ich fand es schuld, wenn ihn dann nur probiert, ein Blame-Game zu machen, eh vis-à-vis von dem anderen oder in dem anderen Schuld zu gehen. Sage le regret für mich als die größte Rüge, dass heute noch Nuji Bell nicht steht. Aber ob das Proposition von dem einen von dem anderen, sie in der Zisch, wo ihr auch Kompromisse musste machen, für eine gemeinsame Position, für die gemeinsamen Forderungen noch können zu stellen, das muss ihn auch wissen. Und etwa
Schuld, wenn haut ein dem anderen ist Schuld gehen für was den einen oder den anderen auch revendikiert hat. Das Prinzip ist von Kollegialität, meine ich, die wichtig ist, und hoffen, dass man die Kollegialität sehr zurückfinden und nicht ein den anderen als Ligner oder anders das bezeichnen. Voilà, merci.